vielen herzlichen Dank. Hallo Leipzig, ich freue mich das erste Mal hier in Leipzig zu sein und euch etwas aus meinem Alltag erzählen zu können. Bezogen auf Annika Zein, ich habe es zumindest bisher nicht verhindern können. Ich trainiere sie erst seit Anfang des Jahres. Aber es macht auf jeden Fall super viel Spaß, das in die Anwendung zu bringen, denn ich arbeite als Sportwissenschaftler und als solcher ist man es gewohnt, dass es da viele Vorurteile gibt und viele verschiedene Perspektiven, wie mein Arbeitsalltag da aussieht. Ja, meine Eltern stellen sich das so vor. Ja, also wirklich jeden Tag im Anzug auf Kongressen. Meine Freunde eher so. Ja, dass ich da nur selber Sport treibe. Ich denke, ihr werdet wahrscheinlich eher solche Bilder dann im Kopf haben. Leute, die mit der Trillerpfeife auf dem Platz stehen oder irgendwelche Übungen ansagen. Mein Chef denkt sich vielleicht das eher so. Und ich sehe mich natürlich eher bei uns jetzt im Labor, ja, Blutuntersuchungen machen mit Top-Athletinnen und Athleten zusammenzuarbeiten. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, womit beschäftige ich mich tatsächlich? Ja, zum Beispiel irgendwelche Analogboxen verdrahten, beim Umzug helfen, werde sehr oft angefragt. Ja, oder so wie diese Woche zum Beispiel bei möglichen Prüfungen. Ja, also es ist ein sehr abwechslungsreicher Arbeitstag. Und für mich ist so das Science Slam der kreative Ausbruch, den ich immer brauche, um so ein bisschen Abstand reinzukriegen. Ja, und das freut mich vor allen Dingen dann, wenn ich das mit meiner zweiten großen Leidenschaft neben dem Sport verbinden kann. Und das ist folgende. Musik! Yo, 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 Leipzig, mach mal ein bisschen Lärm hier in der Kiste! Ich erzähle euch die Geschichte von Matteo. Matteo liebt es, an Konsolen zu zocken. Auch Burger und Pommes hauen ihn von den Socken. Workouts im Gym werden häufig verschoben. Deshalb hat seine Fitness gerade viel Luft nach oben. Er fragt sich, was da wohl in seinem Körper so passiert. Ganz schön kompliziert, was da alles adaptiert. Angeschlagen will er beim Arzt im Rat fragen. Und anstatt Tabletten empfiehlt er Radfahren. Gemacht. Sehr cool. Ja, warum empfiehlt sein Arzt ihm ausgerechnet das Radfahren? Was ist daran so toll? Es ist koordinativ nicht so anspruchsvoll, CO2 fast neutral, man muss auch nicht sein eigenes Körpergewicht tragen und es ist auch noch sehr gesund. Das zeigen unter anderem Studien aus den Niederlanden. Hier konnte man zeigen, dass pro Jahr 6.500 Menschen weniger versterben, die Lebenserwartung um ein halbes Jahr verlängert wird und man spart auch noch 19 Milliarden pro Jahr. Katsching! Es gibt auch ähnliche Werte aus China. Hier konnte gezeigt werden, dass wenn man vom Auto auf das Rad umsteigt, die Mortalität von bis zu 20 bis 50% reduziert ist. Gut, wird man halt länger politisch verfolgt, aber das nur am Rande. Ich weiß nicht, wie es bei euren Radwegen aussieht. Ich fahre sehr gerne Fahrrad, aber in Köln macht das nicht immer Spaß. Ja, wobei es in anderen Ländern ist es teilweise noch viel schlimmer. Und der Matteo, von dem ich gerade erzählt habe, dem ist das nicht so richtig geheuer. Der sitzt lieber drin und zockt. Und seitdem er gehört hat, dass man sogar beim Radfahren gleichzeitig zocken kann, hat er sich gedacht, das muss ich mir doch jetzt mal genau anschauen, wie das genau funktioniert. Das seht ihr jetzt einmal hier. Das heißt, ihr seht jetzt unten links, man sitzt quasi zu Hause auf einem Smart-Trainer, der die ganzen Leistungsdaten und Herzfrequenzdaten aufnimmt, die seht ihr oben links. Und jetzt kann man da gerade so virtuell lenken, ja, ein bisschen wie bei Mario Kart, es gibt leider keine Bananen, aber man kann das im Grunde dann so spielerisch machen, je stärker man tritt, desto schneller. Und Matteo denkt sich, geil, ja, da habe ich jetzt richtig Bock. Deswegen hat er sich natürlich als erstes mal überlegt, ein richtiges Outfit muss es natürlich sein. Und weil der Matteo ein ausgefuchster, aber ein bisschen fauler Typ ist, hat er sich gedacht, okay, ich frage jetzt erstmal bei ChatGPT nach, was kann man da überhaupt jetzt machen, um schnell im Radfahren fit zu werden. Ihr seht jetzt gerade live die Originalgeschwindigkeit. Ja, und bei einer Sache, da wird er dann doch ziemlich neugierig, nämlich beim sogenannten Intervalltraining. Ja, das verspricht nämlich eine sehr effektive Methode zu sein. Und ihr habt bestimmt auch schon von Intervalltraining gehört. Ihr habt ja selber gerade Intervalltraining gemacht, auch wenn ihr es gar nicht wusstet. Und das wird ja oft mit 4 Buchstaben abgekürzt, nämlich mit H-I-I-T. Weiß jemand, wofür das steht? Nein. Okay, ich habe mich dann einfach mal in dieses Internet begeben. Ich sage ja, das setzt sich nicht durch.
Und da habe ich etwas gefunden, was man eigentlich nur als Science Slam Gold bezeichnen kann, nämlich dieses Buch. Hochintensives Intimtraining, passenderweise publiziert von Joe Dix. Ja, und kein Scheiß, ihr findet da sehr, sehr viele schöne Kapitel mit einem guten Ganzkörpertraining für alle möglichen Körperteile, also Bauch, Beine, Po, Rücken, Arme und Cardio. Sind Kinder heute hier? Okay, dann ist jetzt ein guter Moment. Die machen Sport und den Rest erklärt ihr dann Mama. Wir wollen uns ja heute mit Cardio beschäftigen, also Herz-Kreislauf-Training. Da gibt es auch viele verschiedene Übungen, wie zum Beispiel diese hier, an denen man sehr schön illustrieren kann, wie Intervalltraining funktioniert. Es kommt nämlich auf den Wechsel von B- und Entlastungsphasen an. Ja, das sieht dann in Abbildung oft so aus, das heißt, man hat einen intensiven Teil und einen Erholungsteil und die wechseln sich immer gegenseitig ab. Wer sich jetzt sagt, boah, nee, das sieht irgendwie nicht gut aus für meinen Rücken, ist gar kein Problem. Auf der nächsten Seite findet sich direkt die rückenschonende Alternative. Wenn man sich jetzt aber mal wirklich mit der Studienlage auseinandersetzt, zum hochintensiven Intervalltraining, wie es eigentlich heißt, dann gibt es da in der Sportwissenschaft sehr viele Studien, und zwar sogar sogenannte Metastudien, also Studien, die andere Studien zusammenfassen und das für ältere, jüngere Herzpatientinnen, Athletinnen und Querschnittsgelähmte. Also nur falls ihr denkt, ihr werdet da nicht eingeschlossen. Also es gibt da sehr viel. Und ich mit meiner Gruppe habe aus dieser Studienlage den absolut einzigen richtigen Schluss gezogen. Lass uns noch ein Review machen. Ja, wir machen jetzt noch eine Übersichtsarbeit, um zu schauen, wie die akuten Auswirkungen, darauf komme ich gleich zu sprechen, sich chronisch auswirken. Gibt es da überhaupt was zu? Und das im Radfahren, weil wir das natürlich für Matteo wissen wollten. Das bedeutet im einfachsten Sinne, dass man sehr, sehr viel Zeit vor dem Computer verbringt, ohne Freunde. Man findet aber sehr viele Artikel, die nicht so lustig sind wie die Freunde. Und am Ende bleiben dann von den über 600 Artikeln, die wir gefunden haben, gerade mal etwas mehr als 40 übrig. Die muss man dann alle zusammenfassen, Übersichtstabellen erstellen. Und dann nimmt man das Ganze, schickt es an ein Journal, denn im Wissenschaftsbereich, wenn man fertig ist mit dem Schreiben, geht es eigentlich erst los. Das heißt, man hat erstmal einen Gutachterprozess, wo dann Leute aus dem Feld das Ganze bewerten. Und wenn man dann so eine Nachricht bekommt, es wäre doch eigentlich ganz gut, wenn ihr einfach das Review quasi nochmal neu datiert und die Literaturrecherche nochmal neu startet, dann kann ich das einfach ganz so illustrieren. Und deswegen müssen wir es jetzt nochmal neu anfangen. Ich kann euch aber in der Zwischenzeit schon mal erzählen, was wir bisher herausstellen konnten. Und zwar findet man im hochintensiven Intervalltraining verschiedene Studien, die sich anschauen, wie entwickelt sich eigentlich das Herz. Und da schaut man sich bei verschiedenen Intervalltrainingseinheiten an, wie viel Zeit wird in einem intensiven Bereich verbracht, also oberhalb von 90% der maximalen Herzfrequenz. Das ist jetzt hier blau dargestellt. Da kann man noch unterscheiden zwischen dem ekligen Bereich und dem sehr ekligen Bereich. Und jetzt kann man eben verschiedene Intervalltrainings miteinander vergleichen, wie zum Beispiel hier 4x5 Minuten, Herzfrequenz steigt in jedem Intervall an, mit jedem Intervall geht es höher. Es gibt auch Protokolle, da hat man dann Intervalle in den Intervallen, so wie bei Inception. Und jetzt kann man sich eben noch genauer angucken, wie viel Zeit habe ich jetzt hier in dem richtig ekligen Bereich. Und die Idee ist, je mehr Zeit ich da verbringe, desto besser. Matteo denkt sich, gut, alles klar, weiß ich Bescheid, dann sollte ich diese Intervalle also machen. Was wir aber auch rausstellen konnten ist, genau für dieses Intervall gibt es bisher keine sauberen Längsschnittstudien, die das über mehrere Wochen mal durchgeführt haben. Und es gibt teilweise Studien, die vergleichen Intervallformen miteinander, die sich nur wirklich schwer miteinander vergleichen lassen, weil die eine ganz andere Dauer haben. Das ist dann nicht ganz so toll und Matteo denkt sich nur, naja, it happens. Dankeschön. Was könnt ihr jetzt aus dieser Sache mitnehmen? Also erstmal, HIIT-Training ist für alle da, das heißt, jeder kann es probieren, dann natürlich angepasst an den Leistungsstand. Es macht auch Sinn, einfach mal verschiedene Sachen auszuprobieren, die Herzfrequenz zu checken, achtet auf euren Puls und da einen möglichst hohen Puls dann auch zu erzielen. Aber ihr habt auch gesehen, die Wissenschaft stellt immer wieder neue Fragen und hat neue Anknüpfungspunkte, also uns wird in den nächsten Jahren auch nicht langweilig. Ja, und wer es jetzt gar nicht abwarten kann, mit der nächsten HIIT-Session zu starten, habe ich nur noch einen Tipp, mach's mit. Vielen herzlichen Dank. Das war Dr. Spahr, unser letzter Stand am heutigen Abend. Oliver Quittmann.